Hallo zu Werde zum Star. Wie ihr seht, habe ich schon ein paar Einzeltrainings hier eingestellt, weil ich vergessen habe, den Knopf zu drücken. So, als vorletztes Training kommt zuerst die Abwehr. Und die 6. Einzige und 2 defensiv werden wir nicht trainieren. Und bei Standards. Grundlagen, die machen wir. Also, ich habe die Grafik ein bisschen rumgestellt, damit wir eine schöne damit es nicht stockelt. Ja. So. Oh, was mache ich denn hier von Müll? Na, aber wenigstens haben wir das exzellent geschafft, aber nee. Das war sehr schlecht. Präzisionspässe, das geht ja hier. Ja. Aber nicht, wenn man so übereifrig ist. Ach, aber exzellent ist wenigstens geschafft. Nächste Einheit. Der war viel zu lasch geschossen. Der war auch kein guter. Oh, da war ein schöner Schuss. Nee. Mist, der war zu stark. Aber da war ein schöner Kompass hier. Mist. Mann. Oh. Da wollte ich den gar nicht hin haben. Aber hier schön ins untere Eck. Schön gemacht hier. Und schön ins Eck zum Exzellent. Das war doch faul. Naja. Ergebnisse ansehen. Triple A. Naja.
Oh, das war gut gemacht. Oh, da waren doch. Ich glaube, ich habe einen Trick gefunden, wie ich hier so eine. Nee. Ja, aber es war ja schon exzellent. Nee. Ja. Da war mehr Glück als Verstand teilweise. So. Gegen Nürnberg geht's. Ich habe die schnell die Aufstellung gesehen, aber die ist ja nicht so ganz interessant, weil wir sowieso den Tim Kuhn steuern. Egal. So, los jetzt. Ach, da sollte ich nicht immer so schnell wegmachen. Dann hätte ich wenigstens ein bisschen Screenshot schon drin. Kempe! Zuerst in Angriff hier gelaufen. Sein Vater Thomas Kempe war bei Bochum Spieler in den 90ern. Pass. Oh. Dann bleibt ein Nürnberger hier liegen. Kuhn hier weitergeleitet, schön auf Weiland. Oh Mann, das war wieder dann schlecht. Schlechtes Timing. Der Nürnberger steht wieder, Stöger auf Kuhn. Kuhn wird hier gefault, aber Vorteil. Und hier gibt es einen Foul, verursacht durch Lucilla, da in der 6. Minute schon die gelbe Karte sieht. Da muss er jetzt aber lange aufpassen hier. Und Petrak hat sich verletzt. Und Kuhn schnappt sich hier den Ball. Pass. Markreiter. Behring. Lucina hier. Und Kuhn hier wunderbar gemacht. Die Aktion. Auf Pass. Lucilla Paez. Und da war eine schlechte Ansage von Kuhn. Und das war wieder ein Foul von Bochum. Weiland im Fokus und was war das jetzt? Wieder Freistoß für Nürnberg. Was geht denn hier ab heute? Da hat Kuhn gut geackert. Und geht hier auch an den einen hier vorbei. Flanke! Die aber nur auf den Tabak ging. Kuhn, auch mal, der war für Pais gedacht, aber angekommen war da nicht. Preko,
Kuhn hier schön und das sollte nochmal ein Eckel sein. Einwurf. Oh, wow, was war denn das für eine Aktion, aber tolle Vorstoß. Aber was da für eine Aktion war, das weiß ich selber nicht. Da liegt der nächste Nürnberger. Ziemlich hartes Spiel heute. Am 30. Spieltag. Lucilla auf Moon. Tobias Kempe hat sich hier verletzt. Ah, lass den Ball laufen, ich weiß es. Aber Kempe ist hier noch am Spielen. Sein Bruder Dennis ist ja, ja mit Darmstadt war das, genau. Abgestiegen. Schlotzi auf Bayern. Schlotzi. Fabian. Kuhn auf Pertl. Auf Minigun. Pertl auf Pais. Und schlechter Pass hier. Kempe Wien. Spielt noch. Auf Stöger, auf Lucilla. Und da war niemand mehr. Aber einfach Bochum. Auf Minigun, Weiland, Lucilla. Kuhn versucht hier zu lesen, wo ein gefährlicher Pass hingehen könnte. Er findet dann Stöger. Lucina wird wieder alles durch die Mitte. Paes könnte abziehen, aber daneben. Kuhn schnappt sich den Ball vom Burgstaller. Und der Ball kommt mit Abpraller auf Pais. Pais ziemlich weit hinten für Stürmer. Kuhn schickt hier. Aber Marc Ritter kann den Ball abfangen. Und in die Arme des Torwarts Munir. Stöger auf. Bochumer Passquote katastrophal und hier Bastians wird hier angemeckert. Und Einwurf Nürnberg. Sepsi auf Olaf. Kuhn versucht hier den Ball zu behaupten. Behauptet den da. Und weiter auf Schilotzi auf Pais. Auf Lucina Pais. Ach nee, da war nicht. Ah, oh, der lässt da Kuhn den passieren. Der passiert nicht oft. Stöger. Pedel. Kuhn auf Stöger. Auf Mönigan auf Stöger. Und jetzt kommt nein. Munir wieder am Ball.
eine ganz zähe erste Halbzeit. Und wieder Freistoß Nürnberg. Was geht denn da ab heute? Burgstaller. Schlotzi auf Minigun. Auf Kuhn. Kuhn bisschen braucht hier die Pause. Pass. Kuhn Pass. Da bekommt Kuhn den Ball nicht mit. Und Nürnberg in Angriff hier. Minigun rettet. Kempe mit dem Einwurf. Kuhn verhindert hier die Flanke. Oh, Ecke. Das war doch nicht so gut verteidigt. Riemann faustet nur raus in zur Einwurf. Burgstaller wieder am Ball. Und da war nur ein unpräzisiertes Schüsschen hier. Kuhn, Pertl. Kuhn, Stöger. Kuhn, Pass. Oh. Minigun. Stöger. Knapp drüber. Da war die beste Chance von Kuhn hier. Millimeterchen drüber. Kuhn jetzt sehr schön macht und Halbzeit. Weiland. Fabian hier einmal zurück auf den Torwart. Pertl auf Stöger. Lucilla. Stöger. Minigun. Kuhn auf Pertl. Da war nix. Peko Burgstaller. Oh. Stöger. Das Larsson. Ja. Minigun, Celotti, Kuhn. Stöger, Kuhn. Pertl. Pass. Weiland. Oh. Das war keine gute Idee vom Weiland. Und jetzt hier wieder Spiel von Nürnberg. Hilbert wird von Kuhn hier geschubst und nicht unfair gestoppt. Kuhn.
Paez, Stöger. Burgstaller. Ja. Hatte. Kuhn. Schöner Flusilla. Weiß. Boah. Da Kuhn versuchte den Ball zu bekommen. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich da sagen wollte. Gislason. Während Kuhn ist etwas hier am Pumpen. Gislason. Schelotzi zur Ecke. Stiepermann für Minigun. Und Fabian bolzt hier gut den Ball raus. Und kam Power für Petrak im Spiel bei Nürnberg. Oh, was macht denn Kuhn da mit so einer miesen Spielansage? Kuhn total out of position. Da gibt's auch am Minuspunkt. Wow. Oh. Auf Stiepermann, Weiland. Meier. Burgstaller. Hertel, hier alles unter Kontrolle. Stiepermann auf Kuhn. Auf Lucilla. Bochum hier mit keine Chance mehr. Pertl auf Kuhn, da den Ball hier verliert und nochmal verliert. Kuhn ist einfach toller Zweikampf hier, aber der dann doch bei den Nürnbergern bleibt. Lucilla. Weiland. Auf Schlotzi. Kuhn auf Paez, aber der geht nicht nach vorne. Auf Stiepermann. Perte. Boah. Schlechter Pass hier. Hier ist Schör schön auf Stöger. Der kommt halt den Ball noch. Ja, und hier. Oh, das war eine schöne Chance. Schade, dass sie nicht reingehen. Pertl bekommt hier den Ball auf Bastians, auf Stiepermann, auf Weiland. Kuhn hier auf Stöger, auf Lucilla, auf Pertl. Sepsi. Gislason, Schelotzi. Ah, Weiland zum Einwurf. Gips. Lucina ist für Hochland Kraus und Sali für Burgstein im Spiel und das gibt die gelbe Karte für Stiepermann.
Schön gemacht hier von Kuhn. Stiepermann. Auf Schelotzi, auf Weiland. Auf Hochland. Auf Kuhn. Auf Stöger. Auf Kuhn, auf die Nürnberger. Und Bluetooth spielt hier zurück auf Munir. Schelotzi, Fabian, Stiepermann. Boah. Schwache Passansage hier von Kuhn. Hochland auf Kuhn auf Perte. Auf Stöger. Perte. Auf Hochland und Ecke, weil Munir da noch den Ball hier rausfischt. Napper für Paes im Spiel. Also darf Kuhn hier durchspielen und das gibt Abschlag. Gislason. Kuhn hier sah schon, aber naja, Einwurf Bochum auf Pertel, auf Kuhn, auf Stöger, auf Napper, Stiepermann, auf Schlotzi und nein. Oh, wow. Da hatte ich Angst gehabt, dass Kuhn sich wieder verletzt hat, als er hier über den Gegenspieler gerollt hat. Weiland auf Kuhn und Einwurf. Und da ist es Ende. Das Spiel 0:0 endet die Partie. ...7,4er Wertung. Also nichts Berauschendes. Kommende Ziele. Ja. Blablub. Sollte ich Aufstiegsrelegationsplatz für Bochum Saison. Ja, Bochum hat 12 Spiele noch, hat die Relegation sicher. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal weiter wieder, wenn es heißt, werde zum Star. Tschüss.